Hello here, back again with another day in the life of an exchange student. Guten Tag, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Marcel. Bro, das ist wirklich jetzt, ich mach die Kamera an, Digga. Bam, Mofa, weißt du? Guten Tag, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Marcelo. Heute interessantes Thema, heikles Thema, wurde viel requested, ja. Heute soll es um die Noten gehen, um meine Noten, um genau zu sein, und vielleicht noch so darum, was ich so allgemein mir zu Noten immer denke. Ja, einfach alles, um das irgendwie besser einordnen zu können. Ich denke, das macht Sinn. Weil ich kann ja jetzt hier nicht mich hinstellen und mir da erzählen, ich habe mich hier und da beworben und das gemacht und aus dem und dem Grund. Aber dabei wisst ihr gar nicht, was dahinter eigentlich immer so abgeht, was dahinter steht. Deswegen denke ich, lohnt sich der Blick heute in den Notenspiegel und das wollen wir genau machen. Score, wir müssen uns beeilen, die Sonne verlässt mich gleich. Ich denke, wie immer, ihr wisst, das Ganze ist auch gar nicht jetzt irgendwie groß zum Angeben oder so gedacht. Meine besten Freunde in München, die schreiben alle irgendwie bessere Noten als ich. Das heißt, ich habe hier nichts zum Angeben. That being said, würde ich sagen, können wir direkt reindiven in die erste Frage. Yo, wofür brauche ich meine Noten jetzt eigentlich? Oder wofür brauchst du vielleicht deine Noten? Ich glaube, die Frage hat auch eine recht obvious Antwort, ehrlich gesagt. Bin ich jetzt ein bisschen Captain Obvious hier? Well. Ich denke, hauptsächlich eben zwei Sachen. Ne? Wenn du jetzt im Bachelor bist, dann irgendwie Masterprogramm oder halt irgendwie für den Berufseinstieg. Ja, ich persönlich habe jetzt gerade noch den Plan, meinen Master in München zu machen. Das heißt, da brauche ich jetzt gar nicht so die 1.0 unbedingt. Von dem, was ich gehört habe, ist es dann nicht so schwer, irgendwie da reinzukommen, wenn man seinen Bachelor auch schon in München gemacht hat. I'm actually feeling rather good about this. Aber es gibt eben auch noch ganz coole irgendwie so Double-Degree-Programs und keine Ahnung was, sonst noch irgendwelche coolen Programme in München, die dann schon teilweise sehr kompetitiv sein können. Und da ist es natürlich dann von Vorteil, wenn man eben... wenn man eben gute Noten hat. Und dann für den Berufseinstieg, denke ich, ist es sicher auch eine gute Sache. Wobei das ja dann aber eben nur für den Anfang ist, also für die ersten Praktika und vielleicht für den ersten Job noch wichtig ist. Und danach nimmt die Wichtigkeit da ja auch rapide ab. Da geht es eigentlich nur darum noch, wen du kennst so und was du davor so gemacht hast. Zusammenfassend irgendwie bei mir ist es eigentlich nur irgendwelche coolen Programme oder so, in die ich vielleicht rein möchte. Und plus ist natürlich auch nicht immer alles in Stein gemeißelt. Vielleicht stehe ich auch morgen auf und will dann irgendeiner Fernsehuni im Ausland studieren. Und dann bin ich nach Cambridge gegangen. Und dass die Noten immer unwichtiger werden mit dem Alter, das leitet so ein bisschen auch ins nächste Thema über, und zwar diesem abnehmenden Grenznutzen von Noten. Ja, wenn ich über Noten nachdenke, dann denke ich echt auch mal daran irgendwie, yo, macht das jetzt eigentlich Sinn, seinen Notenschnitt noch versuchen jetzt hier zu verbessern, wenn man da noch mehr Zeit investiert? Oder hat das so einen abnehmenden Nutzen? Ja, also so decreasing marginal returns, Economics 1 ist es. Und ich denke, Noten haben auf jeden Fall einen decreasing marginal return, ob du jetzt eine 1.2 hast oder 1.0, also ganz ehrlich, ich glaube, das juckt halt gar niemanden. Jetzt die Frage aber, wo hat es dann wieder Nutzen? Ne? Also von einer 2.0 auf eine 1.8 ist natürlich dann wieder irgendwie eine super Sache, weil da jetzt eine 1 vom Komma steht. Ja, ich denke, generell muss man es eigentlich immer so als Prozentsatz eher sehen, so als Perzentil. Unter welchen Top X Prozent bist du denn eigentlich? Ja, weil so absolute Noten sind natürlich sehr unterschiedlich. Ne? Also wenn du in Engineering eine 1 schreibst, ist es was ganz anderes, wie wenn du im irgendwie BWL eine 1 schreibst. Deswegen muss man sich eigentlich überlegen, in welchem Perzentil möchte ich landen. Oder das überlege ich zumindest. Und ich denke, wenn man so Top 20% ist, dann bist du auf jeden Fall Gucci, dann checkst du eigentlich schon die meisten Boxen. Nur eben für diese ganz top, irgendwie sehr kompetitiven Sachen lohnt es sich. Digga, wie viele Leute wollen eigentlich noch vorbeifahren heute hier? Ja, nur für diese top kompetitiven Programme könnte es dann vielleicht nützlich sein, irgendwie zu den Top 10, Top 5% zu gehören. Ich weiß es auch nicht genau. Ist so ein bisschen die Frage, wo dieser Sweet Spot ist, ne? Vielleicht noch zu den Noten an der TUM. Wie sieht es da aus? Generell wird bei uns jetzt im BWL-Studium an der TUM, also am TUM-BWL, wird eigentlich meistens irgendwie gecurved. Das heißt, irgendwie der Großteil landet in der Mitte und irgendwie wenige ganz vorne und wenige ganz hinten. Ja, ich denke, genug geredet dazu. Ich denke, jetzt könnt ihr das so einordnen und kennt da so ein bisschen meine Sichtweise auf das Thema Noten. Ich muss mich hier mal kurz umsetzen. Jetzt können wir auch reinjumpen einfach. Ich würde sagen, wir fangen vorne an. Im ersten Semester, ich weiß noch meine allererste Note. Das war eine 1.0. Kuss! Ja, war ein Entrepreneurship und Business Ethics damals. Und ab da... nein, so schlimm war es nicht. Dann kam danach noch eine 1.3 in Economics, eine 1.7 in Buchführung und dann noch zwei 2.3er, und zwar eine in Management Science und eine 2.3 in Mathe. Ja, ich denke, all in all war das auch irgendwie alles so verdient. Das heißt, das kann ich echt unkommentiert lassen. Das erste Semester habe ich dann irgendwie so mit 1.7, glaube ich, abgeschlossen, so schnittmäßig. Im zweiten Semester hat sich das noch so ein bisschen fortgesetzt. Da hat es, glaube ich, 1.7er geregnet. Da habe ich eine 1.7 in Economics 2 geschrieben, eine 1.7 in Statistik, eine 1.7 in Production und Logistics. Was habe ich noch geschrieben da? Ach ja, mein erstes Chemiefach war eine 2.0 und eine 1.3 in Kostenrechnung.
glaube ich, averaged, glaube ich, im Durchschnitt auch wieder eine 1,7. Das dritte Semester, das war dann irgendwie leicht schlechter, wie gesagt, hatte ich da ein bisschen so eine Studienkrise. Das war dann, genau, Finanz- und Investitionsmanagement mit einer 2,3, WPR 1 auch mit einer 2,3, die beiden hätten gar nicht sein müssen, da hätte man locker bessere Noten schreiben können. Genau, und dann habe ich aber noch eine 1,3 geschrieben in Strategic Management und Organizational Behavior und eine 1,3 in Physikalische Chemie. Und dann kam eben noch das vierte Semester, da habe ich dann mal Projektstudium gemacht, das war eine 1,3. Das war auch, hätte auch nicht sein müssen, der hat gefühlt jeder eine 1,0 bekommen, außer wir. Plus, dann habe ich eine 1,3 in Empirical Research geschrieben, eine 1,7 in Marketing und Innovation Management, eine 2,0 in WPR 2 und eine 1,0 in Organische Chemie. Das sind so die Noten, die ich bisher hatte. Ja, wobei, ich habe hier auch noch so ein paar Midterms geschrieben, aber die lasse ich jetzt mal außen vor, weil da habe ich auch keine Ahnung, was die letzten Endes umgerechnet werden. Das heißt, im Schnitt habe ich also im Management-Teil irgendwie eine 1,7, glaube ich, als Durchschnitt und im Technik-Schwerpunkt eine 1,4. Das heißt, zusammengerechnet ist man dann bei einem Gesamtschnitt von 1,6. Habe ich aktuell in meiner Plattform da stehen. Ja, ich denke, damit bin ich irgendwie recht zufrieden. Das war auch nicht immer so. Ich muss sagen, am Anfang war das auch ein bisschen weird, weil irgendwie meine ganzen guten Freunde, die waren dann alle deutlich besser als ich. Das war ich jetzt schulisch gewohnt, deswegen war das so, ja, okay, was war ich falsch? Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, die Nummer 2 zu sein, ne? Ja, nee, mittlerweile sehe ich das auch alles ein bisschen lockerer. Genau, kleiner Einblick in meine Noten. Eigentlich ein sehr tiefer Einblick in meine Noten, um ehrlich zu sein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.